Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir haben jetzt hier einen Gegner, bitte eine größere Karte, das kann ich sehr gerne machen, mach mal klein, das ist in Ordnung. So, und dann können wir jetzt aber auch bitte loslegen. Alles klar, ist bereit, starten wir. Briten gegen Hunnen und wir werden Ortflüsse nehmen. Hatten wir ja noch nie und Bevölkerung 500. Vielleicht kommen wir ja mal dazu, dass wir das mal ausnutzen können. Davor waren wir 200 eingestellt. Schauen wir einfach mal. Und ich spiele die Map jetzt auch zum ersten Mal. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal schon gespannt. Huch, ich bin aus dem rausgekommen, sorry. Auf jeden Fall schon mal gespannt, ob es hier Flüsse gibt. Nee, Spaß, aber wie wir da am besten damit umgehen dann. Weil wir dann wahrscheinlich auch wieder Fischerhütten und so weiter bauen können, müssen wir einfach mal gucken. Wie das jetzt hier so läuft gegen den Herr Plex. Ja, mit Briten. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir wieder Mongolen mache und mal wieder Rush versuche oder so. Aber also einen geplanten Rush direkt. So vom Aufbau her und schon und so weiter. Aber ich mag die Briten eigentlich ganz gerne. Und vielleicht kommt es ja doch mal mit einer Schlacht und zu einer Schlacht. Und ich liebe ehrlich gesagt diese Langbogenschützen. Die habe ich eigentlich mal ziemlich gerne. So, gucken wir mal. Das ist noch kein Fluss. Hier ein Tümpel. Aber ist natürlich schön, so einen Tümpel in der Nähe zu haben, wo man wohnt und so. Also die Flüsse werden wir nicht, wird wahrscheinlich ein Fluss sein. Der wird wahrscheinlich einfach das Gebiet hier abgrenzen zwischen den zwei Spielern. So, wie viel haben wir jetzt hier? 6 Stück, dann schicken wir nächstes Mal hier hin. Das war zu spät. Nee, machen wir hier hin. Der nächste darf auch hierher gehen. So, ein Schwein haben wir auch schon gefunden, das ist super. So, schnell. So, mach mal. Bam, hat mal. Das zweite Schwein müssen wir aber auch noch finden. So, weiter Dorfis bauen. So, hier sind Büsche. Und Schafe. Da freue ich mich natürlich immer drüber, wenn ich da noch ein paar Schafe finde. Eigentlich müssten ja nochmal irgendwo so ein Zweierpärchen sein. Vielleicht vermehren sie sich ja noch ein bisschen. So, geh du mal hier hin. Wo wird denn der hinlaufen, ey? So unfassbar. Dann habe ich ja schon wieder Schafe gehört. So, hierher. Huch. Weiter Dorfis bauen, darf ich nicht vergessen. So, der nächste, der rauskommt, schicke ich mal zum Busch und darf dann schon mal ein Haus bauen. Irgendwo muss hier noch ein Schwein sein. Also die Schafe haben wir wahrscheinlich jetzt alle, glaube ich zumindest. Zweites Schwein finde ich gerade leider nicht. Ein bisschen ärgerlich. Das ist etwas ärgerlich. So, Haus erstmal. Und danach darf die eine Mühle bauen. Ich schicke mir die erstmal weiter zum Holz. Aber jetzt das nächste Schwein ist, weiß ich nicht. Würde vielleicht hier noch schätzen. Keine Ahnung. So, Holzsoft. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir mal für eine Mühle brauchen. Ich vergesse das hier das mal. Aber wir haben anscheinend genug. Das ist spitze. Nächsten rauskommt, kriege ich dann erstmal weiter hier hin, dass wir weiter Futter sammeln. Und ich habe schon mal vergessen, ein Schwein ranzuholen. Das mache ich jetzt gleich mal. Mal den mal. So. Wir haben ja auch noch ein paar Schafe, also jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich das jetzt mache. Vielleicht ist es sogar besser. Ich darf natürlich nicht viel verpeilen, den jetzt rechtzeitig wieder herzuholen dann. So, komm mal mit. So, die nächsten, die rauskommen, gehen wir hier hin. Kommen wir weiter. Jetzt kommt das Schwein nicht mit. Ah, hier ist noch ein Schwein. Guck mal, Leute. Sita. Das habe ich erst gar nicht gesehen. So, jetzt aber, oder? So, das müsste passen. Ja komm, das schafft er. Also ich schicke ihn mal ein bisschen zur Seite, dass er direkt durchkommt. Hat sogar funktioniert, spitze. So, dann scouten wir mal weiter. So, weiter Dorfis pumpen, hab ich mir ein bisschen verpeilt. Nee, du darfst mal mit hier das Schwein noch machen. Wobei die hier nehme ich auch schon mal und die darf das nächste Schwein holen. Und die auf die 2, die auf die 3. So, hört mal. Ich muss jetzt. Ah, ein Haus muss ich noch bauen. Hätte ich beinahe vergessen, seht ihr. So, geh wieder hoch. So, jetzt schnell weiterbauen hier. Machen wir mal hier hin, dass wir hier noch ein Holzfäller. Ne, machen wir hier noch ein Holzfällerlager. Ja, komm. Lass die mal durch, bitte. So, sehr gut. Das hat ja halbwegs gut funktioniert. Bin ich ja selbst überrascht. So, Holzfällerlager. Hier hin. Und da habe ich leider Scout ein bisschen vergessen, aber finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ansonsten läuft es ja noch recht flüssig. So, weiter Dorfis pumpen.
Wie haben wir jetzt am Holz? Geht da auch mal noch zum Holz, bitte. Mal dahin. Wie haben wir jetzt hier? Ah, wieso wollen die immer hier runterrennen? Ich schicke die jetzt mal hier hoch. Mir gesagt, das sind noch Schweine ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall noch zu wenig am Holz. Schicken wir die jetzt erstmal hier hoch, alle noch, die jetzt rauskommen. Und ich würde dann auch gerne mal noch eine Fischerhütte bauen. Dann muss ich jetzt hier mal den Fluss scouten. Wie es da so aussieht. Ansonsten, Bunken ist ja ganz schön ausgeglichen bisher. Gucken wir mal. So, ja, weiter so. Wo ist denn hier der Fluss? Hier wird der Fluss sein. Hier sehe ich zumindest. Wo ist das auch noch ein See? Oder habe ich die falsche Map jetzt ausgesucht? Ich dachte, wir hätten die Flüsse ausgesucht. Vielleicht spielen wir auch eine ganz andere Map und ich verpeile das gerade. Eigentlich wollte ich die Flüsse spielen. Na egal, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also ich kann mich jetzt auch nur fast damit arrangieren, wenn jetzt hier kein Fluss... Na doch, da ist da einer. Das sieht mir doch nach Fluss aus. Aber jetzt hier eine Fischerhütte bauen, ich weiß nicht. Die nächsten, die rauskommen, schicke ich mir noch zum Stein. Weil die kann auch schon mal zum Stein... Na, lieber zum Gold eigentlich, wenn wir lieber. Na so. Sie macht ja nicht weiter. So, nächste Woche kommt noch hier hin und dann werden wir schon ins nächste Tag gehen. Brauchen noch 120 Nahrung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier eine Fischerhütte bauen soll. Keine Ahnung. Das ist halt übelst weit weg, ne? Das ist mein Problem. Jetzt macht man noch das Schaf hier, bitte. Ich baue mit dem schon mal ein Feld hier. Machen wir mal. So, wie sieht's denn aus? Hier haben wir nochmal zweimal Gold sogar, dann hier Steine. Das ist natürlich spitze. Dann gehe ich mal hier noch rüber und dann gehen wir mal zum Gegner und schauen mal, was der so macht gerade. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. So, Tag 2 habe ich mir ein bisschen verpeilt jetzt. Machen wir es jetzt. So, die sind jetzt... Oh, das habe ich jetzt auch vergessen. Rechtzeitig noch mal wenigstens vorbereiten, schon mal ein paar Felder zu bauen. Wie sind das 6 Stück, ne? Ja, ja, ja. So, dann müsste das jetzt passen. Braucht man noch? Ist das jetzt gut aufgeteilt? Noch nicht ganz. Hm. Welches fehlt noch? Das hier fehlt noch. So, der geht hier rüber. Hier werde ich auch schon mal ein Feld bauen. Ein Haus brauchen wir auch schon. Machen wir der am besten mal. Dann sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich baue mal gleich noch ein zweites Haus. Ich baue am besten auch gleich mal noch eine Kaserne. Nehme ich mir mal hier die hier. Wo ist denn hier ein Übergang? Ich weiß es leider nicht. Aber ich habe auch Angst, dass jetzt hier ein Wolf kommt. Dann baue ich das mal so hier hin. Können wir es auch noch gleich noch ein bisschen zumachen. Das ist gar nicht so schlecht. Das habe ich jetzt auch wieder ein bisschen ignoriert, mich hier vielleicht zuzubauen. Aber naja, egal. Wird schon irgendwie gehen. Wenn es irgendwo hingeht, notfalls dann nach hinten los, aber ist auch okay. Hauptsache, ich habe das Gefühl, mich halbwegs gut geschlagen zu haben. Dann haben wir schon das nächste Tag, also weiter Dorfis pumpen. Was machen wir denn jetzt noch? Bauen wir erstmal... Okay, Christian ist fertig. Dann bauen wir erstmal noch eine Schießanlage. So hier. Ich werde ja schon mal ein paar Einheiten bauen, vorsichtshalber, ganz ehrlich. Brauche aber noch ein Haus. So. Dann gucken wir mal, was der Gute so hat bisher. Ah, guck mal, der hat hier Holz gebaut, das heißt, hier kann ich den eigentlich gut stören, wenn ich wollte. Hat er hier schon irgendwie Einheiten? Viele? Ich weiß es nicht. So, ich muss unbedingt noch Steine abbauen, das darf ich nicht vergessen. Am Holz haben wir jetzt definitiv genug, so wie es aussieht. So, das hätten wir auch fertig. Dann bauen wir mal noch einen Marktplatz. Haben nicht einen Kreuzer. Dann gehen wir zum Holz zurück. Das werde ich auch schon mal upgraden. So, dann bauen wir noch ein paar Bogenschütze und die werde ich gleich mal noch aufs nächste Tag bringen. Okay, der baut jetzt hier Oh, da könnte ich eigentlich jetzt schnell noch meine Einheiten runterschicken. Und ihn schon mal ein bisschen stören, denke ich. Mal sehen, ob wir es noch schaffen. Ich schicke mal meinen nochmal rein hier. Sehen wir, ob wir hier noch irgendwas... Ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Ja, komm, gib Gas hier, gib Gas hier. Ja, runter, 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 runter.
Ja, hier kommen wir trotzdem nicht durch jetzt. Ja, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Gibt es da noch einen zweiten Durchgang? Oh, das ist echt ärgerlich. Das dauert natürlich jetzt ewig, bis wir hier irgendwas mal erreichen. Okay, mach mal weiter. Das heißt, er hat sich zugebaut, dann müssen wir bauen erstmal weiter Dorfies noch. Dann können wir versuchen, wir mal noch schnell jetzt einfach T3 schon zu kommen. Eine andere Lösung sehe ich jetzt gerade nicht. Wir haben viel zu wenig auf Nahrung. Das ist ärgerlich. Und hier noch. Den auch noch gleich. Mal hier hin. Und die noch. Machen wir hier hin. So. Entschuldigung. Was kostet das eigentlich? 75 Nahrung, 75 Holz. Machen wir auch gleich mal noch. Einen Marktplatz müssen wir ja auch noch bauen. Mal die hier. So. Nicht genug Holz, aber ja gut, dann geht erstmal wieder runter. Also lange dürfte das ja nicht mehr dauern, denke ich. Aber das dauert ja ewig, bis wir da was down kriegen. Ja, wir können halt wenigstens ein bisschen so tun, als ob wir ihn beschäftigen, aber so. Ja, ein bisschen eher hätte es kommen sollen, ein bisschen eher. Hätte man vielleicht sogar noch gut nerven können, könnte ich mir vorstellen. Aber gut. So, ja, ein Haus brauche ich trotzdem mal noch. So, aber reicht eigentlich erstmal von Dorfis her. Ich gucke jetzt lieber, dass wir mal schnell noch einen Marktplatz bauen. So. Geh du auch mal noch drauf. Am besten auch mal noch. Ja, aber so langsam geht's runter. Also so eine halbe Stunde oder so haben wir bestimmt die Mauer weg. Aber er kann es auch noch reparieren. Das ist ja gut, wir haben Bogenschützen immerhin. So, macht mal schneller hier. Dann gehen wir erstmal T3. So, hätten wir. Okay, dann müssen wir überlegen, wo bauen wir dann die Marktplätze hin? Da würde ich mich ja schon gerne ausbreiten. Bauen wir hier einen Marktplatz hin? Hier bauen wir einen Marktplatz hin? Ich nehme mal meinen Speer und guck nochmal. Oh, mein Speer ist down. Scheiße. Okay, das ist ungünstig. Nehme ich mal den Milizsoldat hier. Die können wir ja dann auch schon mal upgraden irgendwann. Oh, weg, 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 weg. Oh, scheiße. Nicht, dass du auf die Idee kommst, mich jetzt hier anzugreifen. Ich werde die mal auf T2 jetzt bringen. Kostet ja nicht so viel. Bogenschützen will ich eigentlich jetzt ungern erstmal bauen. Baue ich lieber dann schnell eine Burg oder so. Aber ein paar Miliz baue ich mal noch dann gleich. Und dann kann er mit seinem Bogenschützen eigentlich auch relativ wenig machen. Na komm, du wirst das wohl schaffen, oder? So, mal fix hier die Felder machen. Nee, ich kann auch schon mal das hier upgraden, das hab ich auch schon wieder vergessen. Mühle, haben wir hier noch irgendwas? Nein. Das hier auch noch upgraden. Nicht genug Holz. Jetzt mangelt es uns echt am Holz, oder was? Steine haben wir viel zu viele. Machen wir mal die hier noch auf Holz. So. Holz habe ich jetzt viel zu wenig, hä? Eigentlich nicht 4 Stück. Ja, es geht, es sollten aber trotzdem ein paar mehr sein. Dafür habe ich jetzt, nehmen wir mal die zwei noch. Schieben die mal noch aufs Holz. Also haben wir echt bald ein Problem dann. So, jetzt haben wir nämlich wahrscheinlich immer zu wenig Holz für. Können natürlich ein bisschen Nahrung verkaufen. So. Boah, erstmal weiter Dorfies. Ne, ich mach erstmal. Ja, doch, mach erstmal Dorfies und schicken die mal noch aufs Holz rüber. Das muss jetzt schnell gehen. Und das hier ins nächste Tag schon bringen. Leider nicht genug Nahrung. Machen wir so hier. So, jetzt aber. Geht mir das schon hin? Wir brauchen unbedingt da mehr Holz, ey, ganz ehrlich. Ja, ich mach das. Mach ich das? Ne, ich mach das noch nicht. Ich spare jetzt erstmal fürs Dorfzentrum. Das erscheint mir als wichtiger. Ist auch in der Zeit gut und hat uns von Punkten wieder eingeholt. Das wird auf jeden Fall interessant hier. So, die werde ich erstmal nur zur Verteidigung da lassen. Na, wo bauen wir denn da neuen Zinn? Da bauen wir erstmal zwei, würde ich sagen. Also hier und hier halt. Das andere fällt mir erstmal nicht ein und ich sehe auch nirgendwo, wo jetzt hier noch was ist. Ich mach die mal auf die 1 und scout mal noch ein bisschen, aber so viel wird hier nicht mehr sein. Jetzt haben wir genug. Welche nehmen wir da mal? Und die zweimal. So. Tab habe ich, glaube ich, ja. Tatsache. So, hier hin. Und hierhin wollten wir noch eins bauen dann. Nehme ich mal die. Und die hier. Bauen wir hier hin.
Machen wir so, da haben wir das direkt zwischen Gold, das ist eigentlich nicht so schlecht. So, weiter jetzt, können wir schon, das hier, sehr gut, Makran. Auch gleich upgraden, das machen wir jetzt mit allem. Wir können glaube ich auch schon eine Burg bauen, ne? Ist mich ganz irre. Probieren wir das mal, nehme ich mal, die hier. Ich soll jetzt natürlich so bauen, ah, das scheint der einzige Durchgang zu sein, ne? Kommen die da noch durch, wenn ich die jetzt hier baue? Ich hoffe. Ich baue sie mal hier hin. An das geht ja sowieso nicht. So näher oder so. Ich immer noch hierher. So, hätten wir. Ihr helft mir auch noch hier schnell mit. Das muss jetzt wirklich schnell gehen. Und ich muss jetzt auch ganz schnell Häuser bauen. Aber so. Geupgradet haben wir jetzt schon einiges. Die Schmiede muss ich dann auch mal noch fix bauen. Hier haben wir nicht genug Holz. Aber das dürfte dann ziemlich flink gehen eigentlich, wenn das jetzt einmal die Dorfzentren fertig sind. Den können wir auch noch nicht leisten, nicht genug Holz. So, die Burg muss aber schnell jetzt fertig werden. So, helft mal hier noch die Burg mitzubauen. So, und jetzt hier Dorfis pumpen. Die schicken erstmal aufs Holz noch. So. Das sind hier viel zu viele, was ich hier baue. Ich übertreib's halt mal wieder ein bisschen. So, ihr geht auch mal noch aufs Holz. Wir müssen auch noch viel mehr auf Nahrung machen dann. So, das ist. Ah ne, das ist okay, das und das ist das. Nicht genug Nahrung. Okay, dann machen wir hier noch ein paar weg. Ja, man sollte halt immer nur so 3-4 Stück bauen, das ist besser. What the fuck? Oh, 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 okay, dann muss ich mal meine Einheiten nehmen. Das ist natürlich jetzt uncool. Ja, wo bleiben denn meine Einheiten? Geh auch mal noch hoch hier. Ich kann halt gar nichts machen jetzt hier. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann Webstuhl machen, die dann mit den Dorfis angreifen halt. Wo sind denn meine Einheiten? Mach doch mal ein bisschen schneller. Also das nervt mich schon wieder. Nehme ich die mal und baue hier mal Felder. Ich brauche unbedingt noch mehr Dorfis. Oh, jetzt kommt der auch noch von der Seite. Jetzt kommt der von überall, dieser Arsch. Unbedingt mal Einheiten noch bauen. So, mit denen rennt er jetzt weg, oder was? Ja, das ist doch scheiße. So, geht mal schnell rein hier, da könnt ihr die Burgis töten. Ja, die Burgis müssen eigentlich jetzt down sein. Die sind jetzt auch down, sehr gut. Geht dann wieder alle raus. Wie kommt er denn? Achso, na gut, er hat halt ein Tor hier, ich verstehe. So, das ist auch dumm, was er jetzt gerade macht. So, und jetzt muss ich erstmal alle meine Einheiten wieder hier ordentlich zurückschicken. So, wir bauen mal weiter Dorfis. So, so, so. Geh mal rein. Jetzt geht hier auf jeden Fall nichts mehr durch, so wie es aussieht. Geht mal hier ran. Okay, dann geht mal hier zur Burg rüber. Sorry, ich bin wieder. Geht mal hier rein. So, das sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Okay, geh mal hier, hier hoch. Das habe ich jetzt den Überblick natürlich verloren. So, jetzt muss ich die erstmal hier ordentlich setzen. So, hier hin, ne, bauen wir das, die Häuser weiter. Oh, die stehen so viele rum, dass mich das schon wieder nervt. Ja, das ist halt dann auch, weil ich noch nicht gewohnt bin, da gleich rechtzeitig die wieder rauszuschicken und so weiter. Das ist halt ein bisschen blöd von mir, sehe ich auch. So, hier geht auch mal noch hoch zum Holz. Ich muss jetzt erstmal alle wieder sortieren. So, hier geht's mal zu dem Feld. Weiter Dorfis bauen. Ja. Geht mal zu den Steinen. Also du, du machst das Feld weiter. Okay, das hat man erstmal. Und das scheint ja hier der einzige Durchgang zu sein. Oder hat er hier oben irgendwas gebaut? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Okay, weiter Dorfis pumpen. Und die Markkanne dürfen wir auch nicht vergessen. Die muss ich auch gleich mal machen. Geht das jetzt schon? Ist genug Nahrung. Dann breche ich mal noch zwei ab. Hier auch mal. So, jetzt aber. So, sehr gut. So, Holz haben wir jetzt definitiv genug, Leute. Ich werde mal noch ein paar Felder bauen mit denen hier. Und dann auch aufs Gold schicken. So. Und hier geht mal auf Gold. So. Und hier geht auch mal auf Gold. Hört mal. So, hier geht dann auch auf die Steine. Aber wir haben es halbwegs gut abgewehrt immerhin. Also, es hätte schlechter laufen können, aber auch besser.
Es hätte auch viel schlechter laufen können, sagen wir es so. Von daher kann ich damit erstmal leben, wie ich mich da noch irgendwie gehalten habe. Aber den jetzt angreifen macht ja auch nicht so viel Sinn, glaube ich fast. Ja, Langbogenschützen bringt jetzt auch nicht so viel. Er kommt da jetzt hier erstmal nicht durch. Ist lange nicht um Triebwerk gerade oder so, bin ich mit der Burg ja noch halbwegs safe erstmal. Wobei ich gleich noch eine zweite Burg bauen werde, das mache ich jetzt am besten mal. Nehmen wir mal die. Die bauen wir am besten mal direkt daneben. Wenn wir diesen Baum hier anhacken. Sonst geht da wieder nichts. Jetzt machen wir noch, dass wir irgendwie mehr sehen, da habe ich eigentlich überhaupt nichts gegen. So, machen wir Feld. Und hier weiter. So. Und ich muss mal Webstuhl auch noch machen. So, jetzt kann ich die Burg bauen. Sehr gut. Bauen sie hier hin. Ja, machen wir hier hin. So. Ich hoffe, dass das der einzige Durchgang ist, sonst hat ich einen ziemlichen Arsch gerade. Aber wenn ich die hier hinschicke, dann gehen die ja hierher. Also von daher wird das schon der einzige Durchgang sein. Okay, der hat auch schon eine Burg. Oh, bam, Alter, One-Hit. Also One-Hit bestehend aus 10 Pfeilen oder so. So, Webstuhl machen wir noch schnell. So, jetzt läuft's aber hier langsam an. Das ist ja schon mal gut. Aber ich hätte trotzdem gerne noch ein paar mehr Felder. Oh nein! Schnell rein, schnell rein. Und ich habe meine Einheiten immer noch nicht markiert. Der hat hier irgendwo hat er ein Lager gebaut. Und das merke ich halt erst jetzt. Das ist voll scheiße, ganz ehrlich. Das ist richtig scheiße. So, ich baue mal jetzt ein paar Bogenschützen noch. Die Bogenschützen sind, glaube ich, nicht so... So, jetzt schickt er die hier hoch. Kann er gerne machen. So, jetzt greift den doch mal an hier. Na hoch, so jetzt schicke ich die wieder raus. Aber wo hat denn der das Lager gebaut? Ich weiß es halt nicht. Gib mir rein. Ich habe Webstuhl jetzt gemacht, da kann er da eigentlich gar nicht mehr so viel machen gegen meine Einheiten. So, ich hol die jetzt mal alle raus. Na, der macht trotzdem noch gut Damage gegen die. Oh, das ist doch scheiße. Ich dachte, Webstuhl bringt da viel mehr. Oh, jetzt geht er mir aufs Schwein, Alter. Beim Wie hat er die Einheiten ja durchbekommen? Der hat ja irgendeine Scheiße gebaut und ich sehe das halt nicht. Nervsack, Alter. Das ist eine totale Noob-Strategie. Nee, ist es nicht. Das ist eine Strategie, die halt gegen mich funktioniert. Das regt mich aber auf jetzt. Jetzt geht doch mal da hoch. Alter, ich baue jetzt einfach ganz viele Einheiten. Oh, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt mal konzentrieren irgendwie. Geh mal hier hin. So, bauen wir von denen mal noch ein paar. Die sind aber auch eigentlich viel zu langsam. Ist das nervig, ey. Ganz ehrlich. Aber wenigstens kann er bei den Dorfzentren nichts machen. Ich muss mal noch mehr Nahrung bauen. Halt so. So, so. So, so. Nervsack, Alter. So ein Nervsack, Alter. Ohne Scheiß. Das ist natürlich absolut dann mir, also ich selbst mir natürlich da verschulde, dass ich den da so reinlasse und so mal sein Zeug machen lasse. Trotzdem, ich verstehe nicht, wie... Achso, der könnte natürlich Schiffe nehmen, die rüber transportieren oder so. Ich weiß es nicht genau. Kenne ich mich halt nicht so sehr aus. Auf die Bogenschützen halt so sehr bringen, weiß ich auch nicht. So, bauen wir jetzt mal noch ein paar Dorfis hier. Ich weiß es ja auch nicht, was ich hier machen soll. Ja, das bringt überhaupt nichts mehr gut, oder? Da habe ich nichts. Kannst mich mal. Ah, ja, da ist natürlich gut mit dem Dorfzentrum und so weiter. Weil da kann er nicht so viel machen. Ich verstehe halt noch nicht, wie der hier durch... Ja, noch klar, der... Nee, ich verstehe es nicht. Weil ich so, dass du instant sehen, wenn er hier langläuft. So, hier geht auch mal noch hoch. Geht mal hier hin am besten. Na, wie Scheiße, ey. So, gibt man noch... Ne, Holz brauchen wir nicht wirklich. Gucken wir euch mal noch hier hin. Boah, das ist jetzt schon Imperialzeit. Okay, dann kommt jetzt gleich mit Triebwerken an und das war's dann sozusagen. Wieso rennt ihr denn nach oben? Ich versteh's nicht, ey. Ganz ehrlich.
Komische Feiglinge. Ja, wie war Scheiß. Ja, wenn jetzt T4 ist, dann habe ich ja quasi verloren. Ich kann jetzt auf T4 komme ich noch nicht, aber fehlt eigentlich nicht mal viel. Geht mal hier hin. Aber ich muss jetzt wenigstens mal meine Einheiten ein bisschen ordnen, weil das geht so gerade gar nicht. Ganz ehrlich. So. Und die mal auf die 1. Auf die 2. So, hätten wir. Ja, der wird mir jetzt natürlich über Zweck rennen. So, jetzt gehe ich mal auch noch T4, aber es ist einfach viel zu spät. Es ist einfach viel zu spät jetzt. Ich weiß auch gerade, ich bin total überfordert. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch bauen soll gegen die. Ja, jetzt kommt er schon mit Triebwerken an. Ist das übel. Ist das übel. Ich habe noch nicht mal eine Schmiede gebaut. Ja, und die stehen auch dumm rum. Schmiede. Ja. Ich muss ja welche bauen, jetzt mehrere, dass ich mit dem Upgrade irgendwie noch daherkomme. Ich habe wirklich jetzt und ich krieg's nicht mit. Kann ich abbrechen wieder. Geht mal schnell da rein und hau die mal weg hier. Oh, da oben ist der auch, Mann, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich kann an sich aufgeben, Leute, ich kann aufgeben. Ich hab, ja. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier noch kämpfen soll, ne? Ich hab einfach Mist gemacht. Nicht gut gespielt, der hat besser gespielt als ich. Hab mich super schnell irritieren und ablenken lassen. Na komm jetzt hier, Dorfies. Aufstand. Dass ich nicht einfach die ins Dorfzentrum schicke. Nein, klar, das geht's auch. Ja, guck mal, Leute, er hat doppelt so viele Punkte wie ich. Oh, guck mal, und er hat jetzt eine Burg reingebaut. Ich sollte vielleicht nicht direkt nach dem Aufstehen spielen. Das ist nicht so gut. Das ist echt nicht so gut. Ja, ich werde hiermit offiziell aufgeben. Mach das schon mal. So. Ja. Gucken wir uns mal kurz an, was der Gute hier so hat. Ah. Hat hier noch einen zweiten Übergang? Nee, ne? Hat der Schiffe gebaut? Warum habe ich es nicht mitbekommen? Ja, ne, Leute, also wie gesagt, was hätte ich denn hier besser machen können? Also, als erstes hätte ich selber eine Mauer bauen sollen, da hätte ich mir vieles erspart. Es war ziemlich schlecht, dass ich das nicht gemacht habe. Das war Fehler Nummer 1. So konnte er mich halt auch easy stören und das war aber auch schon ein leicht erfahrener Spieler. Dahingehend, dass er halt auch ganz genau wusste, dass er mich mit sowas nerven kann und dass man damit nerven kann und so weiter. Ja, also, um so gegen solche Leute bestehen zu können, muss ich auf jeden Fall noch das ein oder andere Game machen, dass ich da besser mit zurechtkomme. Also, ne, ich habe dann aber schlecht reagiert und ja, nee, war nicht so ein gutes Spiel. Aber gut zu wissen, ne, also es muss da irgendwie mal gucken, dass ich da noch besser zurechtkomme. Gerade gegen solche Taktiken und gegen solche Leute, wo die mich dann nerven wollen. Regel Nummer 1 wäre erstmal wahrscheinlich eine Mauer zu bauen, dann kann er eigentlich schon mal nicht mehr viel machen. Und als zweites sollte ich dann einfach selber mit Einheiten bauen, wo das Problem war ja weniger die Einheiten, sondern dass die Einheit super krass zum Nerven ist. Also, weil die halt erst mit Bogen schießt und zweitens schneller ist als meine Infanterie und so weiter. Weswegen das doch sehr effektiv war von ihm. Ne? Aber das nächste Mal einfach eine Mauer bauen. Da würde ich schon mal einiges erreichen damit. Bis dahin würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge dabei seid. Mal gucken, ob es dann vielleicht ein bisschen besser läuft. Schauen wir mal. Hauptsache es macht Spaß. Ciao.